je 5 Minuten zu Wort kommen. Und in diesem Sinne, Herr Kluppertmann, Magister Andreas Schieder, sind Sie am Wort. Dankeschön, Frau Präsidentin, werte Mitglieder der Bundesregierung. Dear Secretary General, welcome in the Parliament, and we are extremely pleased that this reform of our procedure rules is inaugurated with your speech. I think this is the idea why we introduced also this reform in our procedure rules. Einer Ihrer Vorgänger, Herr Generalsekretär Dag Hammarskjöld, hat einmal gesagt, die Vereinten Nationen sind zugegebenermaßen nicht perfektes, aber ein unersetzliches Instrument für die gemeinsame Arbeit der Nationen an einer gerechteren und sicheren Weltordnung. Und wie wahr ist es? Denn die Vereinten Nationen sind wahrlich alles andere als perfekt, aber sie sind unser Instrument und sie sind unser wichtiges Instrument, um die Welt friedlicher zu gestalten. Und gerade Sie, Herr Generalsekretär, haben hier auch aufgezählt die vielfältigen Konventionen und Arbeiten der Vereinten Nationen. Und Sie persönlich haben ja auch immer diese Arbeit der Vereinten Nationen verbessert. Sie fanden klare Worte auch zu Entscheidungen im Sicherheitsrat, die zu kritisieren waren. Und Sie haben auch sich konsequent für die friedliche Lösung des Konfliktes in Syrien eingesetzt. Denn nur eine politische Lösung kann eine Lösung sein, die den Interessen der Menschen vor Ort gerecht wird, nämlich den Menschen in ihrem Alltag, den Frauen, den Kindern, die verfolgt sind, den ethnischen Gruppen wie den Kurden, die dort dem Völkermord ausgesetzt sind, aber auch, das kann nur eine politische Lösung sein im Kampf gegen den Terror auch des Islamischen Staates. Und wenn ich sage, die Vereinten Nationen sind leider nicht perfekt, dann geht es auch um die Reform der Vereinten Nationen. Es geht um die Frage, ob Vetorechte im 21. Jahrhundert wirklich das richtige Instrument sind. Es geht darum, wie wir die Vereinten Nationen transparenter machen können. Und gerade Österreich als neutrales Land möchte hier einen massiven Beitrag auch leisten. Denn die Neutralität Österreichs ist der Boden unserer aktiven Außenpolitik. Und deswegen sind wir auch sehr froh und stolz, dass Wien UNO-Sitz ist, UNO-Sitz auch bleiben wird und dass Sie einmal als ein Ehrenzeichen der Stadt Wien bekommen haben, gesagt, schön zu Hause zu sein, als Sie es entgegengenommen haben. Die Vereinten Nationen haben letztes Jahr 70. Geburtstag gefeiert und wir müssen leider festhalten, auch nach dem 70. Geburtstag, 800 Millionen Menschen gehen täglich hungrig zu Bett. 700 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. 60 Millionen Kinder kriegen keine Bildung, weil sie keine Schule haben, wo sie hingehen können. 2,5 Milliarden Menschen haben keine angemessene Gesundheitsversorgung. Und wenn wir das uns anschauen, dann wissen wir auch, dass gerade aktuell die Frage der Fluchtbewegungen in den Ursachen bekämpft werden muss. Und da sind die SDGs, die Sustainable Development Goals, ein solches Thema, genauso wie auch der Paris-Vertrag, der Klimawandel, den wir bekämpfen müssen und wo ich Ihnen versprechen kann, dass wir ihn rechtzeitig ratifizieren werden und noch viel wichtiger, nicht nur ratifizieren, sondern auch die notwendigen Maßnahmen zu setzen, um diese Bedrohung für unser Weltklima auch nicht wahr werden zu lassen. Mr. Secretary General, I wish you personally all the best, but even more, Herr Generalsekretär, ich wünsche Ihnen und den Vereinten Nationen alles Gute, denn das ist unser Instrument. Sie haben gesagt, wir sollen Weltbürger sein. Mehr noch, wir müssen hart daran arbeiten, täglich als Politiker kluge, weise Entscheidungen zu treffen.